Ernst August, Prinz von Hannover, das Oberhaupt der Welfen. Verheiratet mit Prinzessin Caroline von Monaco. Der Prinz. Immer wieder gut für skurrile Auftritte und fette Schlagzeilen in vielen bunten Blättern. Das Familienvermögen wird auf 400 Millionen Euro geschätzt. Neue Dokumente liefern jetzt brisante Erkenntnisse. Über miese Geschäfte mit dem Hitler-Regime. Und über Zwangsarbeiter, die für die Welfen schuften mussten. In einer Rüstungsfirma, die Waffen für Nazi-Deutschland produzierte. Da war kein Mitleid, kein Barmherziger, gar nichts. Nach dem Krieg gehen die dunklen Geschäfte der Welfen weiter. Kulturschätze wie das weltberühmte Evangeliar werden für viele Millionen Euro verhökert. Die Welfen. Neue Recherchen, neue Enthüllungen. In verschiedenen Archiven schlummern bislang unerforschte Dokumente zur Geschichte der Welfen. Zwei Historikerinnen haben sie für uns gesucht und gefunden. Sie warfen ein neues Licht auf die dunkle Seite der Welfen in Zeiten des Nazi-Terrors. Es geht um die erpresste Enteignung von Juden, die brutale Ausbeutung von KZ-Häftlingen und lohnende Rüstungsgeschäfte mit dem Nazi-Regime. Im Mittelpunkt immer wieder er. Ernst August, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg. In Privataufnahmen, die die Welfen veröffentlicht haben, gibt sich der Großvater des heutigen Welfenchefs als adliger Landmann. In Wirklichkeit gibt es eine finstere Seite. Ernst August und seine unheilvolle Nähe zu den Nazis. Mit seinem Enkel Ernst August von Hannover wollen wir über die Welfen im 20. Jahrhundert reden, bitten um ein Interview. Er bedankt sich für unser Interesse, steht aber für ein Interview nicht zur Verfügung. Sein Bruder, Heinrich von Hannover, sehr wohl. Er ist nicht der offizielle Sprecher der Familie, stellt sich aber spontan vor der Kamera zur Verfügung. Wir wollen von dem inoffiziellen Historiker der Welfen wissen, wie nah das Haus Hannover den Nazis damals stand. Man hatte immer, sagen wir mal, den Zugang zur Macht und es war eben ambivalent. Man war, musste kooperieren, ne? Und deswegen ist der Adel entweder im Widerstand oder er ist selber Opfer oder er war selber Täter, ne? Und das ist phänomenal, dass eine Kaste ebenso widersprüchlich war, ne? Privataufnahmen zeigen seinen Großvater und die Familie 1933 auf ihrem Schloss Blankenburg im Harz. Berührungsängste zu den neuen, braunen Machthabern haben sie erkennbar nicht. Ganz im Gegenteil. Im Sommer machte man die Konfirmation der Friederike, der Tochter meines Großvaters. Und da waren auch Nationalsozialisten. Und da sah man auch Hakenkreuze und so weiter. Aber das war, wenn Sie so wollen, normal. Da hat sich niemand was bei gedacht. Alles normal also und nichts dabei gedacht. Deshalb auch solche Familienfotos. In eindeutiger Montur. Auch vom Vater des heutigen Welfenchefs, in Uniform mit Hakenkreuz. Im Zweiten Weltkrieg diente er als Offizier an der Ostfront. Wie viele Adlige geriet er nach dem Attentat auf Hitler unter Generalverdacht und wurde Ende 1944 inhaftiert. Aber kurz darauf ließ man ihn wieder frei. Was die Nähe des Welfen zu den Nazis angeht, gibt es andere deutliche Indizien. Im Mai 1933 liest Herzog Ernst August im Hannoverschen Anzeiger seine eigene Rede, die er vor Veteranen der Welfischen Legion gehalten hat. Sein Bekenntnis ist eindeutig. So wollen wir auch heute auf der Grundlage wahrer Volksgemeinschaft im Dienste von Reich und Heimat dem Führer, Kanzler Adolf Hitler, folgen. Braunschweig war eine der ersten großen Städte, wo die Nazis die Landesregierung schon 1930 besetzt hatten, mit der größten Fraktion. Und da hatte man so eine Nähe. Aber das war jetzt nicht irgendwo bewusst oder gewollt oder nationalsozialistisch, war man in keinster Weise veranlagt, nicht? Das kann man nicht sagen. In dieser Zeit entwickeln sich die Welfen von einem Adelshaus zu einem Wirtschaftsunternehmen. Denn sie müssen den Unterhalt für ihre Schlösser finanzieren. Ernst August veräußert Grundbesitz, um investieren zu können.
Mein Großvater hat sehr viel verkauft an das Land Braunschweig. Und da waren auch schon Nationalsozialisten in der Regierung. Ne? Auch interessant. Also man hat schon in der frühen Phase vor 1933 mit den Nationalsozialisten in Anführungsstrichen in einer Regierungsmehrheit in Braunschweig vor 1933 Geschäfte gemacht. 1938 werden diese Geschäfte skrupellos. Mit Druck und Erpressung zwingen die Nazis viele Juden, ihre Firmen weit unter Wert zu verkaufen. Das nennen sie Arisierung. Auch die Welfen greifen zu, wollen profitieren. Die Nationalsozialisten haben die Judengesetze herausgebracht und die jüdischen Unternehmer mussten raus. Ne? Und da war es so, dass die an uns herangetreten sind. Ne? So war das. Diese ganze Schweinerei, natürlich, jeder ist in diese peinliche Bredouille gekommen, jetzt irgendwie diese schweinischen Gesetze irgendwie anzuwenden, ne? So dass es weitergeht. Sein Großvater versteht diese neuen Regeln. Er investiert in ehemals jüdische Unternehmen. In Deutschland, da war es in den späten 30er Jahren das Bankhaus Aufhäuser. Da war es so, dass die Familie Aufhäuser sogar unseren Großvater vorgeschlagen haben, dass der doch einsteigen soll als Mitteilhaber in dieser Bank, wenn die Familie Aufhäuser raus soll. Das ist alles belegt. Und das ist alles sauber gewesen und es war, niemand hat irgendwas ausgenutzt. Mein Großvater war in der Hinsicht ungeheuerlich diplomatisch und menschlich, nicht? Diplomatisch und menschlich? Ernst August hat nicht nur das Bankhaus Aufhäuser arisiert. Wien. Die Historikerin Ulrike Felber ist für uns auf Spurensuche. Im österreichischen Staatsarchiv hat sie brisante Dokumente einer weiteren Arisierung gefunden. Sie sind bis heute weitgehend unbekannt und belegen, Ernst August hat sich 1938 an der Enteignung eines jüdischen Unternehmens beteiligt. Wenn man sich jetzt genau anschaut, wie dieser Prozess abgelaufen ist, dann findet man eben immer wieder Spuren in den Akten, ja, die zeigen, wie der Herzog und sein Generalbevollmächtigter, wie die agieren. Da zeigt sich ganz deutlich ein Bild, dass das Interesse war, das Unternehmen möglichst günstig zu bekommen und möglichst alles zu bekommen, ohne Rücksicht auf die Person. Das Opfer? Lothar Ellbogen, ein Wiener Jude. Seine Firma genießt hohes Ansehen. Er selbst ist vermögend. Er besitzt mehrere Bergwerke und handelt weltweit mit Talkum. Es gibt nur noch wenige Zeitzeugen, die sein Schicksal kennen. Wir sind unterwegs in den USA. In der Nähe von Washington haben wir eine Freundin von Lothar Ellbogen ausfindig gemacht. Annie Parolini wuchs in einer jüdischen Familie in Wien auf, die mit dem Unternehmer Lothar Ellbogen befreundet war. Auch mit 94 Jahren kann sie sich noch gut an den jüdischen Unternehmer erinnern. Er war nicht verschlossen, er war zugänglich anderen Menschen, sehr freundlich, humorvoll. Er war ein Mensch, ein wirkliches Vergnügen, mit in seiner Gesellschaft zu sein. Lothar Ellbogen ist damals mit Annis Schwester Grete verlobt. Er hat Grete sehr geliebt und er hat sehr große Hochachtung vor ihr gehabt und war sehr beeindruckt von ihrer Tüchtigkeit, von ihrer Tapferkeit. Und er war entschlossen, Grete zu heiraten. Doch diese Hochzeit wird es nie geben. 1938 marschiert die deutsche Wehrmacht in Österreich ein. Sofort beginnt die Jagd auf Juden. Ulrike Felber ist unterwegs in Wien, auf der Suche nach dem ehemaligen Sitz der Firma Ellbogen. Nach heutigem Maßstab ist sie mehrere Millionen Euro wert. Ellbogen muss, weil er Jude ist, sein Unternehmen verkaufen. Er will aber einen fairen Preis. Er fand auch einen Kaufinteressenten, konnte das dann aber nicht realisieren, weil sich die NS-Bürokratie eingeschalten hat und eben Interessenten für das Unternehmen vorgestellt hat. Dazu zählte unter anderem der Herzog. Der Herzog, Ernst August, Großvater der heutigen Welfen. Ulrike Felber setzt ihre Recherchen über den Welfenherzog fort. Wie gelang es ihm, bei den Nazi-Behörden den Zuschlag für diese Arisierung zu bekommen? Im Staatsarchiv sucht sie nach Hinweisen. Die Recherche ist ein Puzzlespiel. Über Monate. Die Historikerin durchforstet meterweise Akten. Sie findet heraus, es gibt ein braunes Netzwerk von Ernst August in Österreich.
Nationalsozialisten, die ihm bei der Arisierung geholfen haben. Einer davon, Herbert Übersberger. Ein überzeugter Nazi in Diensten des Herzogs. Übersberger war knapp 30 und war sehr aktiv in der NSDAP. Er hat auch illegale Aktionen durchgeführt, wurde dafür auch befördert innerhalb der NSDAP. Er wurde im November 1936 Standartenführer, wurde dann auch Sturmbannführer 1939. Also war in der NSDAP sehr gut vernetzt. Und 1938 war Übersberger, der eben sein Studium abgeschlossen hatte, für den Herzog ein willkommenes Instrument, um die Verhandlungen, um die Arisierungen in Österreich durchzuführen und weiterzubringen. Kurz nach dem Einmarsch der Nazis in Wien füllen sich die Gefängnisse mit Juden, die um Geld und Gut gebracht werden. Auch Lothar Ellbogen wird verhaftet und in dieses Untersuchungsgefängnis gebracht. Ulrike Felber hat seinen Leidensweg recherchiert. Er sprach von der dunkelsten Zeit seines Lebens, die er hier erdulden musste, von wüstem Zwang, dem er ausgesetzt war. Er sprach von Sadismus und Willkür, die Triumphe feierten. Das heißt, es war für ihn ein ganz fürchterliches Erlebnis hier in diesem Gefängnis. Und er wurde immer wieder erpresst, ja, um Informationen freizugeben. Er wurde geschlagen, er wurde bewusstlos geschlagen. Also es war für ihn eine äußerst traumatisierende Zeit. Herzog Ernst August will Ellbogens Firma. Er macht dem eingekackerten jüdischen Unternehmer ein Angebot. Es liegt weit unter dem, was die Firma tatsächlich wert ist. Ellbogen ist verzweifelt und empört über dieses Verhalten des damaligen Welfenchefs. Im Gefängnis schreibt er an seinen Anwalt: Ich kann nicht glauben, dass seine Durchlaucht die Intention hat, so einen Vertrag mit einem Industriellen abzuschließen. Wenn ich den Entwurf, so wie er ist, unterschriebe, so wäre ich buchstäblich ein Bettler, sobald ich das Land verlassen habe. Also das zeigt ganz deutlich, in welcher Situation er sich befand und wie das Kaufangebot gestaltet war. Nach unseren Recherchen stellt sie sich schon so dar, dass Mittelsmänner ihres Großvaters schon dafür gesorgt haben, dass der Eigentümer unter Druck gesetzt wurde. Nein, also das kann man ganz sicher sagen nicht, weil auch da habe ich Unterlagen eingesehen. Ich habe das alles auch so gesehen. Ach mein Gott, wenn man da so Firmen untersieht. Nein, aber grundsätzlich war die Marktwirtschaft schon auch da. Also man hat schon sicher auch marktwirtschaftlich gedacht, also so einen Preis dürfen wir nicht nehmen. Und sicher auch irgendwo hat man sicher auch die Situation ausgenutzt, aber nicht, um jetzt jemanden zu schädigen, aber man musste ja auch Kapital freisetzen, musste die Arbeitnehmer übernehmen und dann durfte man auch nicht zu viel Geld ausgeben, wie das so ist, wenn man Firmenübernahmen macht. Ganz klar. Ganz klar ist nur eines. Am Ende bezahlt Herzog Ernst August nur rund die Hälfte des Unternehmenswertes. Er profitiert von der Zwangslage des verzweifelten Lothar Ellbogen. Nach über einem Jahr in Haft ist Ellbogen zermürbt, kann sich nicht mehr wehren. Er unterschreibt den Arisierungskaufvertrag. Ein freiwilliges Einverständnis ist das ganz sicher nicht. Jetzt hofft Ellbogen, endlich freigelassen zu werden. Aber ein brauner Helfer des Herzogs verhindert dies. Die österreichische Kontrollbank war nach Unterzeichnung des Kaufvertrages durch Ellbogen der Meinung, man könne Ellbogen jetzt freilassen. Sie hat sich aber vergewissert noch einmal beim Käufer, also beim Herzog, beim Ariseur, ob das auch in seinem Interesse sei. Und da gibt es mehrere Hinweise darauf, dass der Herzog damit nicht einverstanden war. Ernst August lässt seinen Bevollmächtigten, dem Nazi Übersberger, freien Lauf. Übersberger schrieb einen Brief an die Kontrollbank, dass es nicht opportun sei, Ellbogen freizulassen. Und Ellbogen wurde weiter in Haft behalten. Ellbogen soll auch ausländische Guthaben seiner Firma an die Welfen übertragen. In dieser Zeit bekommt er noch einmal Besuch von der Schwester seiner Verlobten. Es war ein sehr aufrührender Tag für mich und er hat versucht, mich aufzuheitern. Und er hat gesagt, mach dir keine Sorgen, wir werden wieder Skilaufen zusammen. Wenn das alles vorbei ist, dann kommen wir wieder zusammen und es wird alles in Ordnung sein. Es wird nie mehr in Ordnung sein. Erst als Ellbogen völlig mittellos ist und seine Firma dem Herzog gehört,
wird er aus der Haft entlassen. Er kam frei und hat sich dann entschieden, sofort zu fliehen, weil er hatte noch immer nicht seine Reisedokumente und er fühlte sich noch immer massiv bedroht. Ellbogen flüchtet nach Jugoslawien. Noch haben deutsche Truppen das Land nicht besetzt. Von hier schreibt der enteignete Unternehmer einen Brief an seinen Anwalt und stellt klar, dass er nur unter Zwang an die Welfen verkauft habe. Durch körperliche und seelische Torturen zermürbt, durch Hunger und Durst, Kerker des eigenen freien Willens beraubt und unter Todesdrohung zwang man mich, einige tausend Briefe zu unterzeichnen. Als Alleineigentümer meiner Firma hat sich Ernst August Herzog zu Braunschweig und Lüneburg ins Handelsregister eintragen lassen. Man kann sagen, dass der Herzog unter Ausnutzung der diskriminierenden Bedingungen zum damaligen Zeitpunkt das Unternehmen erworben hat. Also und ohne Scheu, das auszunutzen und ohne Rücksicht auf die Person des Verkäufers. Bereicherung durch Arisierung. Der Welfenherzog hat nur die Hälfte dessen bezahlt, was die Firma Ellbogen eigentlich wert ist. Und die Welfen heute? Prinz Ernst August hat Arisierungen seines Großvaters einmal als einvernehmlich mit den jüdischen Eigentümern bezeichnet. Und sein Bruder erkennt offenbar auch kein Problem. Diese ganzen Übernahmen, die sind ohne Hass oder ohne rassistischen Grundgedanken übernommen worden, sondern es war einfach der Zeitgeist und diese Problematik. Es war einfach die Zeit und es war eine ungeheuerliche Zeit. Aber meine Familie, mein Gott, man kann es immer kritisch sehen und das sieht jeder von uns. Aber ich glaube, sie haben niemanden geschädigt. Auch nicht Lothar Ellbogen? Er kann sich nicht wehren. Und seine Leidensgeschichte geht weiter. Als die deutsche Wehrmacht 1941 in Jugoslawien einmarschiert, sitzt er in der tödlichen Falle. Ohne Pass und ohne Geld versucht er sich durchzuschlagen. Schließlich gerät er in die Fänge der Wehrmacht. Lothar Ellbogen, der seine Firma an Herzog Ernst August weit unter Wert verkaufen musste, wird bei einer Vergeltungsaktion von Deutschen ermordet. Am 12. Oktober 1941. Nach dem Ende der Nazi-Herrschaft beginnen in Wien Gerichtsprozesse, die die Umstände der Arisierung der Firma Ellbogen aufklären sollen. Es sind zunächst Strafverfahren gegen die unmittelbar Beteiligten. Doch dabei geht es auch um die Rolle, die der Herzog bei der Arisierung spielte. Was genau wusste er? Welche Verantwortung trägt der Herzog? Zahlreiche Zeugen werden vernommen. Sie zeichnen ein klares Bild. Die Mutter des Lothar Ellbogen hat sich wiederholt an den Herzog von Braunschweig gewendet und ihm mitgeteilt, dass sich ihr Sohn in Haft befindet und ihm Unterschriften erpresst worden sein sollen, damit der Verkauf des Geschäftes zustande kommt und den Herzog um Abhilfe ersucht. Die Indizien gegen den Herzog und seinen braunen Helfer Übersberger verdichten sich. Lothar Ellbogen sagte auch, Herr Übersberger hat damals einen Druck auf ihn ausgeübt. Das Ganze war ein Komplott. Er sollte damals unter Druck gesetzt werden, damit er dem Verkauf seines Unternehmens zustimmt. Klar ist, dass Übersberger immer in Rücksprache mit dem Herzog verhandelte und dass das vom Herzog bzw. seinem Bevollmächtigten Knocke abgesegnet war, dieses Handeln. Ja, also so gesehen trägt natürlich der Herzog auch Verantwortung für dieses Handeln. Herzog Ernst August, ein Profiteur der Arisierung. Und seine Enkel? Kann man das auch annehmen, als die Arisierungen durchgeführt wurden, dass Ihr Großvater über alle Schritte informiert? Ja, in jedem Fall. 1950 ergeht die Entscheidung. Lothar Ellbogen musste sein Unternehmen damals unter Zwang an den Herzog verkaufen. Für weniger als die Hälfte des eigentlichen Wertes. Ernst August wird verpflichtet, den Erben die Mehrheit des Unternehmens zu überlassen und sie rückwirkend am Unternehmensgewinn zu beteiligen.
Lothar Ellbogens damalige Verlobte Grete Klug, von ihm als Erbin eingesetzt, nimmt Kontakt zum Herzog auf. Hat sich der Herzog bei ihr entschuldigt? Da gibt es Briefwechsel mit den Inhabern. Die sind sogar zu Besuch gekommen in die Verwaltung und haben da, damals meinen Vater sogar getroffen. Können Sie uns die vielleicht zur Verfügung stellen? Nein, weil ich nicht berechtigt bin. Wissen Sie, ich habe es auch nur als Historiker, ich kann Ihnen das jetzt nur schildern. Ich würde sie nicht, vielleicht wird es irgendwann mal gemacht. Wir werden Teile veröffentlichen. Ne? Es ist wirklich so, Sie würden jetzt auch nichts finden, was ich habe, aber grundsätzlich ist es einfach mal so. Ne? Und ich würde sie jetzt nicht zur Verfügung stellen jetzt als für ARD oder NDR. Es ist, wissen Sie, es ist zu schwierig, die Leute verstehen es falsch. Dabei ist es ganz einfach. Auch ohne Hilfe der Welfen gehen unsere Recherchen weiter. Ulrike Felber findet weitere Belege für die Skrupellosigkeit des Herzogs. Beispiel die Arisierung der Por AG. Der Herzog kauft im Juli 1938 etliche Aktien von jüdischen Anteilseignern, wieder weit unter dem eigentlichen Wert. In den Dokumenten findet sich ein Hinweis, dass der Herzog dachte, er könnte das günstiger haben, das Engagement. Er sagte konkret, ich wundere mich, dass man die Sache heutzutage dort nicht viel billiger haben könnte. Heutzutage nicht viel billiger. Die Wahrheit hinter diesem zynischen Satz? Die Aktien wären eigentlich pro Stück 250 Reichsmark wert gewesen. Ernst August bezahlte lediglich 107 Reichsmark. Die jüdischen Aktionäre wurden unter Zwang dazu gebracht, diese Aktien an den Herzog zu verkaufen. Zu einem Preis, der in etwa die Hälfte des realen Wertes betrug. Und die Rendite, die er damit erzielte, war wesentlich höher, als er zunächst dachte. Die Por AG, damals Österreichs größte Baufirma. Der Wert der jüdischen Aktien, als Herzog Ernst August einsteigt, beträgt nach heutiger Rechnung 3,7 Millionen Euro. Bis 1944 sind diese Aktien das Doppelte wert. Wie bei Ellbogen war Ernst August der Profit auch hier offensichtlich wichtiger als das Schicksal der jüdischen Eigentümer. Diese Arisierung hat in ganz Deutschland stattgefunden. Es gibt diese schweinischen, es gibt diese halbschweinischen, es gibt korrekte Übernahmen. Es gibt einfach, hat natürlich das Ganze eine ungute Situation. Aber das war Deutschland, Diktatur. Ne? Wie entweder sterben oder leben. Ne? Mhm. Bis in die 90er Jahre gehören Power-Aktien zum Vermögen des Welfenhauses. Ob sich Ernst August dafür interessiert, wie seine Familie zu einem Teil dieser Aktien kam? Wir hätten auch das gerne gewusst. Aber Ernst August steht für ein Interview nicht zur Verfügung. Für die Legitimität des Hauses Hannover wäre es doch wirklich sinnvoll, dass man sich nicht davonschleicht und so tut, als wäre das ein normales Geschäft gewesen, sondern dass man eben dazu steht und dann auch sich dazu bekennt und das kritisch beleuchtet. Ja. Die Arisierungen sind nicht das einzige dunkle Geschäft der Welfen während des Nazi-Terrors. Privataufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Vater und der Onkel von Ernst August kommen von der Front auf Heimaturlaub. Stolz zeigen sie ihre Offiziersuniformen. Doch der älteste Sohn des Herzogs ist nicht nur als Wehrmachtsoffizier im Einsatz. Zusammen mit seinem Vater profitiert er auch geschäftlich vom Krieg, als Teilhaber einer Rüstungsfirma. Die Fabrik stand einst hier in Wels, in Oberösterreich. Ihr Name? Flugzeug- und Metallbauwerke Wels, kurz FMW. Wir haben zwei ehemalige Lehrlinge ausfindig gemacht, die während des Krieges hier gearbeitet haben. In diesem Werk wurde ja dann praktisch, die Tragflächen wurden hier neu gebaut. Und zur damaligen Zeit, das war schon dann wieder, war dann schon Kriegszeit, nicht? Da haben sie dann schon die Flugzeuge, was sie da hergebracht haben, zum Teil repariert. Das war dann die B-Halle. Die Maschinen, was beschädigt gekommen sind, sind da von uns ausgebessert worden. Nicht? Beschädigte Flugzeuge der deutschen Luftwaffe werden hier repariert. Ein Millionengeschäft. Das sind Züge mit 10 bis 15 Waggons, die fahren voll beladen, die Waggons, mit kaputten Flugzeugen. Die Flugzeugwerke in Wels sind einer der wichtigen Rüstungsbetriebe im Süden des Reichs.
Der Umsatz beträgt, umgerechnet auf heute, bis zu 60 Millionen Euro pro Jahr. Die Historikerin Sabine Leutfellner will in unserem Auftrag mehr über dieses geheime Flugzeugwerk in Erfahrung bringen. Bislang ist nichts über die Beteiligung der Welfen bekannt. Im Wiener Landesarchiv stößt Leutfellner auf Dokumente der Flugzeug- und Metallbauwerke Wels. Sie werden in diesem Film zum ersten Mal veröffentlicht. Hier wurde klar beschrieben, wie die Eigentumsverhältnisse waren, dass die Firma 1938 von Ernst August angekauft wurde. Also es handelt sich hier um keine Arisierung, sondern um einen normalen Erwerb mit redlichen Mitteln. Diese Firma hat ursprünglich Landwirtschaftsmaschinen gebaut, gefertigt. Was aber dann interessant ist, dass Ernst August bereits ein Jahr nach dem Erwerb diese Firma eben in die Flugzeug- und Metallbauwerke umgewandelt hat, also eine Gesellschaft gegründet hat. Das war im August 1939 und somit einen Monat bevor der Zweite Weltkrieg begonnen hat. Und das hat mich natürlich stutzig gemacht. Nur ein Zufall? Nur einen Monat nach dieser Umwandlung überfällt Deutschland am 1. September 1939 Polen. Der Angriff gelingt nur, weil auch die deutsche Luftwaffe das wehrlose Land bombardiert. Hitler braucht die Unterstützung der Rüstungsindustrie. Er braucht Unternehmen wie die FMW der Welfen. Am Krieg verdienen auch sie. Das ist ein Rüstungsunternehmen gewesen, das sicher auch die Kriege in Europa in irgendeiner Form, wenn sie so wollen, auch unterstützt haben. Aber das war ja ein kleines Unternehmen in dem Sinne. Aber ich glaube auch, dass man da sicher profitieren wollte und mehr Gewinne abschöpfen wollte. Sicher. Rüstungsproduktion für den Krieg. Nur möglich durch die Ausbeutung ausländischer Zwangsarbeiter. Auch in der Firma von Herzog Ernst August. Von den vielen Ausländern, die da waren, das hat man gesehen, weil sie gruppenweise zur Schicht gegangen sind ins Werk. Und man hat es auch auf der Straße außerhalb vom Werk, wenn Schichtwechsel war, gesehen, dass da viele Ausländer, also ganze Gruppen von Ausländern gingen. Die russischen Mädchen, die da gehabt haben, das waren ungefähr, ich weiß nicht, 20 oder 30 junge Frauen waren das. Und die haben da bei uns mitgearbeitet. Und das sind aber sehr tüchtige, nette Personen gewesen. Ich habe die Damen mal gefragt, wie sie hier gekommen sind, nicht? Hat gesagt, sie war Lehrerin in Kiew und auch die anderen Frauen, die da mit waren, die waren von der Ukraine. Da ist einfach eine deutsche Kolonne reingefahren nach Kiew und die haben einfach da die ganzen Frauen, die was so arbeitsmäßig ausgeschaut haben, die haben es einfach mitgenommen. Recherchen in Wels. Wie viele Zwangsarbeiter waren in der Rüstungsfabrik der Welfen beschäftigt? Sabine Leutfellner besucht das Stadtarchiv. Nach mühseliger Suche findet sie Hinweise auf den systematischen Einsatz von Zwangsarbeitern. In den historischen Dokumenten, die erhalten geblieben sind, haben wir ganz klare Belege dafür, dass ausländische Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Also zum Beispiel im Stadtarchiv Wels gibt es Unterlagen betreffend das sogenannte Franzosenlager auf dem Gelände der FMW. Mit dem Fortdauern des Krieges und der immer prekärer werdenden Arbeitskräftesituation lässt sich aber auch feststellen, dass Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen immer in einem größeren Ausmaß eingesetzt wurden. Bis zu Kriegsende sind ca. 40-45% der Belegschaft sogenannte Auslandskräfte oder Zwangsarbeiterinnen. 10 Millionen ausländische Arbeitssklaven schuften für deutsche Betriebe. Meist Kriegsgefangene und Verschleppte. Bei der FMW der Welfen sind es geschätzt mehrere hundert. Einer von ihnen ist Carlo Sesti. Der italienische Flugzeugmechaniker wird in Italien nach einem Streik in seinem Betrieb festgenommen und über das KZ Mauthausen ins Flugzeugwerk nach Wels gebracht. Am 5. Juli 1944 kommt er zur FMW, der Firma von Herzog Ernst August. Seine Erlebnisse gibt er kurz vor seinem Tod zu Protokoll. Wir arbeiteten 12 Stunden am Tag und 12 Stunden in der Nacht. Ich habe immer nachts gearbeitet. Das war aber nicht meine eigene Entscheidung. Wir schliefen 1,5 Kilometer von der Werkstatt entfernt. Es war ein Lager. Dort gab es Baracken. Wir gingen immer zu Fuß.
Ich aß die Rübensuppe, die die österreichischen Zivilisten übrig ließen. Das Lager, in dem wir schliefen, war nicht mit Stacheldraht eingezäunt. Wir konnten uns frei bewegen. Wir hatten Papiere dabei. Theoretisch hätten wir auch fliehen können. Aber wohin? Die Leidensgeschichte von Carlos Sesti bei FMW wird weitergehen. In dem Flugzeugwerk der Welfen gibt es auch Zwangsarbeiter aus anderen Ländern. Die Franzosen haben am Rücken ein Zeichen oben gehabt, aber die sind nicht so übermäßig bewacht gewesen. Wogegen KZ-Häftlinge, wenn herinnen waren, die sind sehr stark bewacht gewesen. Wenn da 5 oder 10 KZ-Häftlinge, wo eine Arbeit gemacht haben, die sind schon immer von einem, wie man damals gesagt hat, auf alle Fälle von einem Kapo oder von einem Soldaten mit dem Gewehr umgehängt, bewacht worden. Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge in einem Unternehmen, das den Welfen gehört. Glauben Sie, dass Ihr Vater Kenntnis überhaupt von den Vorgängen im Werk hatte? Doch, die wussten genau Bescheid. Die wussten, dass da jetzt irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, die Kriegszielpolitik anbelangt. Und dass man auf jeden Fall den Sieg noch erreichen muss, ne? Dass man die russische Rote Armee fernhalten muss. Und da waren alle in Deutschland, glaube ich, in irgendeiner Form bereit, alles zu opfern, egal wie. Im Frühjahr 1944 wird in der Fabrik der Welfen diskutiert, wie man die Rüstungsproduktion effizienter gestalten kann. Mit dabei die Söhne des Herzogs. In Blankenburg residieren und profitieren die Welfen. Bereits 1942 macht die Firma einen Gewinn von mindestens 76.000 Reichsmark, etwa 340.000 Euro. Im Juli 1942 beruft Herzog Ernst August auf Schloss Blankenburg eine Gesellschafterversammlung ein. 1943 circa hatte die FMW ein Stammkapital von 2 Millionen Reichsmark. Das ist natürlich doch ein beträchtlicher Wert. 1944 schwinden Hitlers Aussichten auf einen Sieg. Um den Krieg noch gewinnen zu können, fordert er eine Wunderwaffe. Deutsche Ingenieure präsentieren ihm die Me-262, das erste Düsenflugzeug der Welt. Die FMW der Welfen soll bestimmte Teile dafür herstellen. Doch das Flugzeugwerk Wels wird immer wieder bombardiert und schwer zerstört. An normale Produktion ist hier nicht mehr zu denken. Aber Luftwaffenchef Göring drängt darauf, dass die Me-262 gebaut wird, koste es, was es wolle. Die FMW baut bestimmte Komponenten unter strengster Geheimhaltung. Dass da Teile gebaut worden sind für die Wunderwaffe, das hat man munkeln gehört, aber es ist nie richtig drüber gesprochen worden, war ja auch strengstens verboten. Gosen in Oberösterreich. Die unauffällige Kleinstadt ist wie geschaffen für die Produktion der Wunderwaffe. Sie liegt 50 Kilometer von den Flugzeugwerken in Wels entfernt. Heute vollkommen überwuchert, der damalige Eingang zu einem unterirdischen Stollensystem. Hier, streng abgeschottet und für die Aufklärungsflugzeuge der Alliierten unsichtbar, soll die Me-262 gebaut werden. Es gilt die höchste Geheimhaltungsstufe. Die Stollenanlage selbst, die oberste Verantwortung hatte der SS-Sonderstab Kammler. Das ist ein eigener Krisenstab, der errichtet wurde. Der SS-Sonderstab Kammler war aber letztlich nur war ein ganz kleiner Stab von wenigen Leuten, eine Verleihagentur von KZ-Häftlingen. In Wirklichkeit haben die Baufirmen in Kombination mit den Rüstungsfirmen weitgehend das Geschehen beim Bau bestimmt. Auch die POR AG, die arisierte Firma, die zu über 50% Ernst August gehört, ist offenbar beim Bau zumindest einiger Anlagenteile mit dabei. Auch hier, in den unterirdischen Tunneln, gibt es Opfer der Welfengeschäfte. Im weit verzweigten Stollensystem in Gusen haben Arbeitssklaven des Flugzeugwerks FMW und anderer Firmen in den letzten Kriegsjahren Waffen produziert. Schon beim Bau des Stollens herrschte ein unfassbares Grauen. Für mich unvergessen ist ein Zeitzeugnis eines Franzosen. Und dieser Mann konnte nur unter Tränen berichten, dass
ein gesunder, kräftiger Mann diese Arbeit vorne beim Betonrüssel nur wenige Stunden aushalten konnte. Und dann brachen die zusammen durch die Hitze, durch den Durst, durch die Entkräftung. Und er sagte damals auch, man hätte sich fallweise nicht einmal die Mühe gemacht, die Leute wegzuschaffen, um sie nach Gusen zu bringen, zum Krematorium, sondern man hätte sie einfach hinter die Schalung geworfen und der Nächste hätte sie mit Beton zugespritzt. Nur wenige Stollen sind heute zugänglich. Weil giftige Gase aus dem Gestein austreten, ist die Aufenthaltsdauer begrenzt. Nur zwei Fotos aus dem Innern der Produktionsstätte der Me-262 existieren. Mit riesigen Hydraulikpressen wurden hier unter Tage die Bleche des Rumpfes gebogen. An der Tunnelwand die letzten Spuren der streng geheimen Operation. Aufhängungen für die unterirdische Produktionsstraße. Es ist ein gigantisches Projekt. 50.000 Quadratmeter Fläche, von Arbeitssklaven in den rohen Stein gehauen. Die Übersicht des Stollensystems. Die Kavernensegmente sind eindeutig benannt. Drei davon sind der FMW der Welfen zugewiesen. Alleine das Faktum, dass eine FMW in diesem unterirdischen Fabrikationskomplex überhaupt Produktionsfläche zugewiesen bekam, unterstreicht, dass FMW einen doch erheblichen Einfluss haben musste, entweder bei der SS direkt oder beim Reichsverteidigungskommissar in Oberdonau in Linz oder in Berlin oder sonst wo, um hier mit eigenen Produktion überhaupt reinzukommen. Wissen die heutigen Welfen, was ihr Großvater in den unterirdischen Produktionsanlagen tat? Oder wollen sie es nicht wissen? Gerade in der Endphase des Krieges war es so, dass man auf jeden Fall alle Mittel anwenden wollte, alles, um die Niederlage zu verhindern. Ne? Und da hat man nicht mehr hingeguckt. Da war die Moral weg und da hat man weggeguckt. Und mein Großvater und mein Vater, die haben sicher diese Werke mal gesehen, aber die haben nicht gewusst, was genau da läuft, dass da Zwangsarbeiter eingeliefert worden sind. Kann sein, KZ-Mitglieder vermute ich auch. Ob sie das gewusst haben, gehe ich mal von aus. Aber sie haben es gut geheißen. Ne? Jetzt so, ne? Weil sie sagten, wir müssen sehen, dass wir hier, sage ich jetzt mal so, ich weiß es gar nicht, ne? Ob sie es gut geheißen haben, aber ich vermute, hätte ich vielleicht auch in der damaligen Zeit, ne? Wo alles drunter und drüber ging. Ne? Mein Vater war ja auch in Charkow, in der Ukraine, hatte ja einen Lungendurchschuss gehabt und hat das ja miterlebt, ne? Diese ganze Schweinerei im Russlandfeldzug. Und die waren natürlich keine Nationalsozialisten, aber der Sieg, das war, stand oben auf. Ne? Ein Monument des Wahns vom Endsieg. Dušan Štefančič kennt die Bedingungen, unter denen die Arbeitssklaven schuften mussten. Der KZ-Häftling aus Mauthausen kommt 1944 nach Gusen und ist bei der Vormontage des Düsenjägers eingeteilt. Etwa 40.000 KZ-Häftlinge werden insgesamt in Gusen getötet. So eine Nische, in so einer ähnlichen Nische, die nicht so zugemauert war, habe ich gearbeitet. Meine Nische, die ist noch irgendwo da unter dem ganzen Berg. Bis in die allerletzten Kriegstage im April 1945 läuft die Produktion auf Hochtouren. Dušan Štefančič und andere KZ-Häftlinge produzieren hier in nur 6 Monaten etwa 1000 Rümpfe der Me-262. Wenn Sie ein Menschenleben ganz zur Seite stellen, dann kann man das schaffen. 1000 Leute, bitte machen Sie das, wenn Sie nicht machen. Und die werden so lange es machen, solange sie leben. Und wenn einer rumfällt, kommt ein anderer. Und so war das geschafft. Da war kein Mitleid, kein Barmherziger, gar nichts. Das war nur um einen Zweck, wurde es gemacht, zum Sieg.
Sie wissen ja, es war damals die Parole, Räder müssen rollen für den Sieg. Alles müsste für den Sieg sein. Und die Welfen? Was wissen Sie von dem Leid der KZ-Häftlinge? Da weiß ich gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Dass dieses Motorenwerk, das ist bekannt, aber wie da jetzt gearbeitet worden ist, kann ich nicht sagen. Ne? Wenn Sie sagen KZ-Arbeiter, dann sind die sehr spät, ne? Die sind 44, 45. Ne? Hm. Da ging es sicher drunter und drüber, aber da war es natürlich so, dass vieles vorgeschrieben worden ist und so weiter und man gar nicht mehr richtig handeln konnte. Sicher, das ist alles vorzuwerfen. Ne? Der Stollen ist nicht die einzige geheime Produktionsstätte, an der die FMW der Welfen beteiligt ist. Sabine Leutfellner findet Hinweise, dass KZ-Häftlinge in eine weitere unterirdische Fabrik der Welfen geschickt wurden. Auf dieser Liste finden wir unter anderem Elektroschweißer, auch einen Aeromechaniker. Und das ist ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass es hier um Flugzeugteileproduktion gegangen ist. KZ-Häftlinge, die zu Arbeitssklaven wurden. Grein an der Donau. Hier, in diesem ausgebauten Sandstollen, betrieb die FMW ihre eigene unterirdische Produktionsstätte. Sabine Leutfellner erkundet mit dem Enkel des ehemaligen Eigentümers die Ruinen des Stollens. Unter Tage lässt die Welfenfirma hier Teile für die Wunderwaffe fertigen. Wieder werden Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge ausgebeutet. Wie viele es sind, ist nicht bekannt. Einer von ihnen, der italienische Zwangsarbeiter Carlo Sesti. Am 26. November 1944 wurde ich nach Grein geschickt. In den Berg wurden Tunnel getrieben. Dorthin waren bereits die Arbeitsgeräte der Fabrik gebracht worden, in der ich zuvor gearbeitet hatte. Wir blieben 3 bis 4 Monate dort, um den Menschen aus Mauthausen oder ich weiß nicht aus welchem anderen Lager sonst auch beizubringen, wie man mit solchen Geräten umgeht. Sklavenarbeit für die Welfen. Eine Firma, die hier so massiv verstrickt ist in die Rüstungsindustrie und in die NS-Zwangsarbeit, trägt natürlich auch Mitschuld an diesen Verbrechen. Und Ernst August als Eigentümer oder als Gesellschafter der FMW hat natürlich auch hier seinen Anteil zu tragen. Also ich glaube schon, dass sie moralische Schuld hatten, inwieweit sie da im Betrieb da Einblick hatten oder Entscheidungen, bin ich sicher, haben sie sicher nicht gemacht. Aber trotzdem ist das sicher, entschuldigt das sicher nichts. Mein Großvater hat sicher operative Geschäfte dort nicht getätigt und mein Vater auch nicht. Aber das entschuldigt nichts. Ne? Gedenkfeier für die Opfer des Konzentrationslagers Gusen. Tausende Menschen wurden hier bei den Arbeiten für die unterirdische Rüstungsproduktion getötet. Noch heute kämpfen viele Opfer um Anerkennung und Wiedergutmachung. Noch immer sind nicht alle entschädigt. Auch nicht die Opfer der Welfen. Auf der Gedenkfeier treffen wir Giuseppe Valotta. Sein Vater kam als Deportierter in einem KZ zu Tode. Er kennt die Geschichte der italienischen Zwangsarbeiter von FMW. Valotta ist bestürzt. Auch über das Schicksal von Carlo Sesti, der mit einer ganzen Gruppe italienischer KZ-Häftlinge zu FMW kam. Sie haben nichts bekommen. Das heißt, sie haben dort gearbeitet, sind deportiert worden, waren in Mauthausen, in Wels, in Grein, aber sie haben nichts von der deutschen oder österreichischen Regierung bekommen. Carlo Sesti war nur einer von vielen Zwangsarbeitern bei der FMW. Hat ihr Schicksal die Welfen jemals interessiert? Wurden diese Zwangsarbeiter oder KZ-Häftlinge von den Welfen jemals entschädigt oder haben sie sich an einem Entschädigungsfonds beteiligt? Nein, also da bin ich sicher, hat es sowas nie gegeben. Bin ich sicher. Die Enkel des Herzogs tragen keine persönliche Schuld. Aber sie könnten helfen, die Vergangenheit aufzuklären. Doch sie tun es nicht. Man muss hier nicht von einer Erbschuld reden oder von einer generationenübergreifenden Schuld. Das ist natürlich auch nicht richtig, aber es wäre doch ein sehr gutes Zeichen, sich einfach dieser Vergangenheit zu stellen.
Nach dem Krieg wird verdrängt und vergessen. Als Ernst August, der Vater des heutigen Clanchefs, heiratet, haben die Westdeutschen ihren Hochadel wieder und feiern ihn. Herzog Ernst August, der Großvater, stirbt 1953. Sein Begräbnis fasst ein Staatsakt. Jetzt übernimmt sein Sohn, der ehemalige Wehrmachtsoffizier, die Führung. Er wird entnazifiziert und als gering belastet eingestuft. Die Welfen zelebrieren Familienglück für die Kamera. Kritische Aufarbeitung betreiben sie nicht. Und die dunklen Geschäfte der Welfen, die seit 1945 kurzzeitig auf der Marienburg in Niedersachsen leben, gehen auch in der Nachkriegszeit weiter. Rolf Wernstedt ist einem solchen Geschäft auf der Spur. Der ehemalige niedersächsische Kultusminister interessiert sich für den wertvollsten Schatz der Welfen. Deutsches Kulturgut, heute im Besitz von Bund und Ländern. Das Evangeliar Heinrichs des Löwen. Jahrhundertelang war es im Besitz der Welfen, bevor es Mitte des 20. Jahrhunderts auf mysteriöse Weise verschwand. 1983 taucht es plötzlich wieder auf und wird bei Sotheby's meistbietend versteigert. Bund und Länder kaufen es für den Rekordpreis von umgerechnet 17 Millionen Euro, um einen Verkauf ins Ausland zu verhindern. Meine erste Reaktion war, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man ein solches wichtiges Kulturgut einfach in einer weltweiten Versteigerung anbietet. Ich war immer davon ausgegangen, dass wertvolle Kulturgüter zunächst einmal dem eigenen Land angeboten werden. Doch der Verkäufer ist unbekannt, zumindest offiziell. Die Welfen wollen nichts damit zu tun haben. Kein Wunder. In der Öffentlichkeit wäre es nicht gut angekommen, wenn geschütztes deutsches Kulturgut einfach meistbietend versteigert würde und die Welfen dieses Geld kassiert hätten. Bis heute ist nicht klar, wohin sind die Millionen Steuergelder gegangen. In den Tagen der Versteigerung halten sich Gerüchte, dass die Welfen hinter dem Verkauf stecken und sie dies verschleiern wollen, um einen höheren Preis zu erzielen. Vorbei an Bund und Ländern, denen sie ein Vorkaufsrecht hätten einräumen können. 1983 gingen Gerüchte um, dass Prinz Ernst hinter dem Verkauf steckte, dass das Evangeliar ihm immer gehört hatte und er nicht wollte, dass die deutschen Behörden davon etwas mitbekommen. Der britische Kunstexperte Brian Sewell bemüht sich in den Wochen vor der Versteigerung, den Verkäufer zu identifizieren. Bei seinen Recherchen stößt er auf heftigen Widerstand. Er fragt auch bei Ernst August in Hannover nach. Der äußert sich nicht. Und Brian Sewell erlebt eine Überraschung. Etwa eine Woche später hämmerte jemand an meiner Tür. Da stand ein junger Mann und es stellte sich heraus, dass es der Sohn von Prinz Ernst war. Er war gekommen, um mich zu bedrohen, zu beleidigen. Das Ganze war unmöglich, unerträglich. Es würde böse für mich enden, wenn ich nicht den Mund hielte und aufhörte, Fragen zu stellen. Hatten Ernst August und sein damals 29-jähriger Sohn etwas zu verbergen? Waren sie in Wirklichkeit doch die Eigentümer des Evangeliars? London. Der britische Journalist Martin Bailey will herausfinden, was mit dem Evangeliar vor der Versteigerung geschah. Bei seinen Recherchen stößt Bailey auf Akten des britischen Außenministeriums. Sie belegen, dass das Evangeliar kurz nach Kriegsende im Besitz der Welfen war. Auf der Marienburg in Niedersachsen. Dort findet im Dezember 1945 eine geheime Übergabe statt. Herzog Ernst August beauftragt einen Offizier des britischen Königs, das Evangeliar heimlich nach England zu schaffen.
Man durfte solche Objekte damals nicht ohne offizielle Genehmigung und Exportdokumente außer Landes bringen. Bei dieser Gelegenheit geschah es aber sehr verstohlen und im Geheimen. Unter der Ladentheke, wenn man so will. Das Evangeliar wird auf Schloss Windsor deponiert. Die britische Königsfamilie, Verwandte der Welfen, hat es in ihre Obhut genommen. Ende 1945 wird es in London einem britischen Museum zum Kauf angeboten. Offenbar brauchen die Welfen Geld. Hat es denn damals dem Victoria and Albert Museum konkret angeboten, welche Personen? Weiß ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Aber ich schätze, es war Hofnähe, ne? Aus England im Auftrag. Ne? Ein Auftrag von wem? Von meiner Familie. Also Ihre Familie wollte es damit verkaufen? Ja, natürlich. Der Verkauf klappt nicht. Das Victoria und Albert Museum will offenbar kein deutsches Kulturgut kaufen, das illegal nach England gebracht wurde. Die Affäre zieht Kreise. Das Außenministerium fand heraus, was passiert war. Der König hatte tatsächlich Gesetze umgangen, um die Sachen nach England zu schaffen. Im Außenministerium war man sehr verärgert und befürchtete einen Skandal, wenn das rauskäme. Deshalb sorgt das britische Außenministerium dafür, dass das Evangeliar sofort wieder nach Deutschland zurückkehrt. Im März 1946 überbringt ein britischer Offizier die kostbare Fracht. Der Plan des Herzogs, es heimlich im Ausland zu verkaufen, schlug also fehl. Die Unterschriften des Herzogs und seines Sohnes auf der Quittung belegen, die Welfen sind die letzten bekannten Eigentümer des Evangeliars. Stecken sie auch hinter der Versteigerung 1983? Selling now then at 7,400,000 pounds. Als das Evangeliar wenige Tage nach der Versteigerung wie eine Beute in Hannover präsentiert wird, gibt es erhitzte Diskussionen. Der Druck auf die Welfen steigt. Sie sollen sich endlich erklären. Offensichtlich hatte die Staatskanzlei mit dem damaligen Ministerpräsidenten Albrecht das Welfenhaus gebeten, doch Auskunft zu erteilen über die Eigentumsverhältnisse. Und der damalige Juniorprinz von Hannover hat einen Brief geschrieben. Ein Brief gerichtet an den Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen. Das Evangeliar Heinrichs des Löwen befand sich zum Zeitpunkt der Versteigerung und dies seit vielen Jahren nicht mehr in unserem Eigentum. Kann das stimmen? Wenn es nicht mehr im Eigentum der Welfen war, muss das Evangeliar Heinrichs des Löwen vor 1983 verkauft worden sein. Aber wann? Wo? Und an wen? Viele offene Fragen. Ja, und an wen hat es Ihre Familie zuvor verkauft? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und wann war das? Das muss ja zwischen 45 und 83 gewesen sein. Ne? Rolf Wernstedt zweifelt an dieser Geschichte. Bei seinen Recherchen wird ihm ein internes Memo aus dem niedersächsischen Kultusministerium zugespielt. Es wird offenkundig, in den Tagen vor der Versteigerung hat es geheime Verhandlungen zwischen dem Ministerium und dem Haus Hannover gegeben. Das Land Niedersachsen wollte das Evangeliar von den Welfen direkt erwerben. Die Aussagen des Vermittlers sind in dieser Aktennotiz festgehalten. Sie sind brisant, denn sie widerlegen, was die Welfen über Jahrzehnte behauptet haben. Es gibt die definitive Aussage, dass das Evangeliar im Besitz eines Konsortiums sei, an dem auch das Haus der Welfen beteiligt sei. Und insofern ist die Aussage im Landtag, die den Eindruck erweckte, als ob die Welfen eigentumsrechtlich damit gar nichts zu tun hätten, definitiv falsch. Offenbar haben die Welfen nicht die ganze Wahrheit erzählt. Denn in dem Memo heißt es zu dem Eigentumsverhältnis, man habe eine Interessengemeinschaft gebildet, der die Handschrift seither gehöre und an der auch das Haus Hannover selbst noch beteiligt sei. Das Dokument spiegelt wider, dass die Welfen offensichtlich ein Interesse daran haben, diese Eigentumsverhältnisse, an denen sie selbst beteiligt waren, zu verschleiern.
Und dadurch, dass es nun zu verschiedenen Zeitpunkten Äußerungen darüber gibt, wird deutlich, dass sie kein Interesse daran haben, in der Öffentlichkeit wissen zu lassen, dass sie Eigentümer und damit auch Partizipator der Versteigerungssumme sind. 32,5 Millionen Mark, heute 17 Millionen Euro, aus Steuergeldern. Kam der Kaufpreis Ihrer Kenntnis nach ganz oder teilweise den Welfen zugute? Nee, also das, wie gesagt, hat auch mein Vater ja eine Stellungnahme abgegeben, nicht? Und er hat eine Stellungnahme abgegeben, dass wir weder den Preis manipuliert haben, noch dass wir davon profitiert haben, noch dass wir die Verkäufer sind. Was stimmt denn nun? Offenbar sind die Welfen auch in dieses dunkle Geschäft stärker verwickelt, als sie zugeben wollen. Ist es statthaft, deutsches Kulturgut meistbietend zu verscherbeln und den Steuerzahler damit zu belasten? Haben die Welfen der Öffentlichkeit nicht die ganze Wahrheit gesagt? Dies ist eine der ältesten Adelsfamilien Europas, die auch eine bestimmte Verantwortung gegenüber nicht nur ihrer Familiengeschichte, sondern auch gegenüber den Ländern und den Völkern haben, über die sie geherrscht haben und wo sie was zu sagen hatten. Jedenfalls das ist mein Verständnis von Geschichte. Und wenn man damit so umgeht, dass man das nur noch pekuniär betrachtet und als Privatmensch betrachtet, finde ich das eigentlich einen unzumutbaren Zustand. Ernst August, der Welfenchef, hat ein schwieriges Verhältnis zur Öffentlichkeit. Interessiert ihn die dunkle Seite der Vergangenheit nicht? Als 1999 erste Vorwürfe über die Rolle der Welfen in der Nazizeit laut wurden, versprach er, eine Historikerkommission werde sich mit der braunen Vergangenheit der Welfen befassen. Alle Unterlagen würden geprüft und veröffentlicht, ganz egal, was dabei herauskomme. Seitdem hat man davon nie wieder etwas gehört. Was soll meine Familie eine Historikerkommission einschalten? Da sollen doch die Historiker selber forschen. Nicht? Also das war auch wieder so eine dumme Behauptung, sage ich mal. Wissen Sie, weltbewegendes ist da nichts zu finden. Und Kleinigkeiten immer ganz klar, die Zeit. Und keine Historikerkommission würde da sich jetzt bereitschlagen lassen, außer man zahlt sie selbst. Als wir Ernst August eine Reihe von Fragen zur Arisierung, zur Rüstungsfirma und zum Verkauf des Evangeliars schicken, antwortet die Verwaltung der Welfen, Ernst August habe die geplante Aufarbeitung dieser Epoche krankheitsbedingt nicht mehr umsetzen können. Für die wirtschaftlichen Belange sei jetzt sein 1983 geborener Sohn Erbprinz Ernst August zuständig. Dieser wolle und müsse, so das Schreiben, sich selbstverständlich auch dieses Themas annehmen. Da zum jetzigen Zeitpunkt kein fundiertes Wissen über die Vorgänge dieser Zeit vorliegt, sollte im Augenblick keine Stellungnahme erfolgen, heißt es wörtlich. Die Welfen blicken auf eine jahrhundertelange Tradition zurück. Aber auch auf dunkle Zeiten. Damit müssen nachfolgende Generationen dieser Familie leben und sich auch mit den unangenehmen Folgen ihrer Geschichte auseinandersetzen. Sie sind es nicht nur den Opfern schuldig. Finanzielle Entschädigungen können immer nur ein natürlich schwacher Aufguss sein. Es kann niemals eine Wiedergutmachung sein. Geschweige denn, dass irgendetwas dadurch rückgängig gemacht werden kann. Ja, weil es ist ein Zeichen und es ist eine symbolische Geste. Und diese symbolische Geste heißt eben, es war schrecklich, was damals passiert ist, es war nicht richtig und es tut uns leid. Auf unsere Anfrage hin kündigt Erbprinz Ernst August an, ein Historiker werde die Geschichte aufarbeiten. Das könne bis zu einem Jahr dauern. Wird es wieder nur, mal wieder, bei der Ankündigung bleiben? Oder gilt erstmals Adel verpflichtet?